Ja, hallo, schönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Heute haben wir Felix bei uns zu Gast mit einem tollen Talk, den er mitgebracht hat, namens JAVAX Measure bringt verständliche Einheiten in die Software. Was das genau damit auf sich hat, das wird er uns sicherlich gleich noch ausführlich erzählen. Vorher, ihr kennt das, ein paar kurze administrative Infos. Zuerst mal, ihr kennt das schon, die öfter hier sind. Wir haben einmal den ganz normalen Chat. Dort könnt ihr alles Mögliche reinschreiben. Der ist nur für euch. Vielleicht schreibt ihr kurz rein, wo ihr gerade seid, in welchem Ort oder was ihr gerade macht. Und wenn ihr Fragen an Felix habt, dann könnt ihr die in die Q&A-Section Fragen und Antworten, könnt ihr dort reinschreiben. Dort darf jeder alle Fragen sehen und ihr könnt auch auf die Fragen voten. Das heißt, wenn ihr sagt, ey, das ist eine coole Frage, möchte ich auch gerne wissen, dann könnt ihr dort einen Daumen hoch geben und wir werden am Schluss dann die Fragen in der Reihenfolge der Votes stellen und dann beantworten. Wir haben natürlich noch ein paar weitere Events. Unsere Event-Pipeline, die füllt sich wieder. Das sind einmal drei Online-Events und ein Vor-Ort-Event. Also aufpassen, der Java 17-Event, der ist nicht online. Da muss man so wirklich in Persona erscheinen und kann dort dem Falk Sippach zuhören. Da geht das um die größten Veränderungen zwischen der vorherigen LTS Version 11 und der LTS Version 17. Die anderen drei Vorträge, die sind alle online. Ja, und das wäre es eigentlich auch schon mit dem Intro. Und ich hoffe, Felix ist soweit jetzt parat. Und dann übergebe ich an Felix. Ich wünsche viel Spaß beim Präsentieren, den anderen viel Spaß beim Zuhören. Und dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und hier sprechen zu dürfen mit dem Thema Get Your Units Right, also verständliche Einheiten in der Java-Software-Ecke. Mein Name ist Felix Schulze. Ich komme von der Firma Bridging IT. Das ist ein Beratungsunternehmen. Das heißt, offiziell schimpfe ich mich Berater, bin aber hauptamtlich Softwareentwickler und führe sozusagen im Namen meiner Firma ein paar Kundenprojekte durch, direkt beim Kunden und entwickle da individuell Software. So, genau. Was hat das aber eigentlich jetzt hier alles mit dem Thema zu tun? Wir haben Einheiten in der Software. Da gibt es zwei JSRs, nämlich den 363, wie ihr seht, und den 385. Dazu würde ich euch ein bisschen was erzählen. Aber um das zu verstehen und da auch ein bisschen in die Tiefen gehen zu können, muss man auch ein bisschen was Basic-mäßiges über die Einheiten und unser Einheitssystem wissen. Das heißt, vorher gibt es noch ein paar Grundlagen. Und weil dem noch nicht genug ist, natürlich auch ein bisschen was im Frontend. Die aktuellen Technologien sind ja so, dass ich irgendwie ein Backend habe und dann noch ein JavaScript-Frontend, TypeScript-Frontend. Das ist ja gerade auch der heiße Scheiß bei den Kunden. Und da soll auch so ein bisschen mit Tribut gezollt werden und einfach nur oberflächlich, wie man das denn auch mit den Einheiten abfrühstücken könnte. Genau. Das ist, ach so, vielleicht noch, falls es jemand irgendwo gelesen hat, ich hatte auch geholfen bei Quarano e.V. Das ist eine Anwendung, die wir ehrenamtlich entwickelt haben zu der Corona-Pandemie, um die Gesundheitsämter zu unterstützen, die Kontaktverfolgung einfacher zu machen, auch für die Ärzte und Ärztinnen in den Gesundheitsämtern. Ist leider nicht so was geworden, gab politische Gründe, aber falls ihr da noch was lest, dann wisst ihr das jetzt auch. Warum eigentlich Einheiten in der Software? Die einen oder anderen haben das jetzt vielleicht schon mal gehört. Software ist oft ein Grund, warum es negative Schlagzeilen auch zum Beispiel in der Raumfahrt gibt. Und so auch die Einheiten. Da gab es den Mars Climate Orbiter in 1999 und der ist einfach auf dem Mars abgestürzt. Was heißt einfach? Also die NASA hat die Metriken mit dem metrischen System entwickelt. Also in dem Beispiel war das, die Kraft wurde ganz normal in unserem metrischen System entwickelt. Und ich glaube, Lockheed war mit dabei.
die haben das imperiale System mit Pound, Force, Sekunden genommen. Und wenn man die beiden Zahlen miteinander kombiniert, kann sich jeder denken, dass es am Ende nicht gut geht. Und so ist dieser Mars Climate Orbiter am Ende auf dem Mars abgestürzt. Genau. Was sollt ihr denn heute mitnehmen? Das habe ich auch schon gesagt, überspringen wir. Alles gut. Wie ist unser Einheitensystem aufgebaut? Seit Mai 2019 werden alle SI-Einheiten, die ihr so aus eurem Leben kennt, durch Naturkonstanten definiert. Vorher war es so, dass im November 2018 eine Konferenz stattgefunden hat, dass mit dem Einheitenwirrwarr aufgeräumt werden muss und dass wirklich unsere täglichen Einheiten, die wir so benutzen, also Geschwindigkeit, Meter, Sekunde, wie auch immer, basieren auf Naturkonstanten. Und dieses neue Konzept wurde dann auch wirklich im Mai 2019 gestartet. Und vorher war es so, dass die Einheiten auf Objekteigenschaften oder anderen natürlichen Dingen basiert haben, die man halt gemessen hat. Also als gutes Beispiel gab es natürlich mal den Urmeter. Das war irgendwie ein Werkstoff in einer gewissen Länge. Und das darauf basierend hatte man den Meter definiert. Und jetzt ist es so, dass in unserem aktuellen oder in unserem derzeitigen Einheitensystem die Einheiten voneinander abgeleitet werden. Also wir haben hier oben die Strahlungsfrequenz eines Cäsiumatoms. Das ist die Frequenz, mit der sich die beiden Basiszustände, also in denen das Atom hin und her schwingt zwischen den Basiszuständen. Und das sind knapp 9 Gigahertz. Und daraus kann man die Sekunde berechnen. Und zusammen mit der Lichtgeschwindigkeit kann man aus der Sekunde den Meter berechnen. Und mit dem Planck'schen Wirkungsquantum kann man mit der Sekunde die Masse berechnen. Und so ist unser ganzes Einheitensystem eigentlich aufgebaut. Und das auch in die Software zu bringen, das war ein Stück Arbeit. Und bevor ich euch das aber sage, muss ich noch ein paar Begriffe definieren. Nämlich, es gibt den Begriff Basisgröße oder Dimension. Das ist jetzt in einem Beispiel, ist das die Zeit oder zum Beispiel eine Länge. Dann gibt es ein Größensymbol, das kennt ihr vielleicht auch aus der Physik. Das ist klein t in dem Beispiel oder klein m für Meter. Dann gibt es ein Dimensionssymbol, das ist groß T, zu der Basiseinheit Sekunde und ein Einheitszeichen und eine Quantität. Und das Wichtige bei der Quantität ist, dass es eine Menge ist mit und ohne Dimension. Und darüber muss man sich bewusst sein. Also wenn ich eine Einheit habe, zum Beispiel eine Sekunde, also ich habe einen Wert und eine Einheit, dann habe ich eine Menge 1 mit einer Dimension und einer Einheit. Also eine Sekunde. Einfach nur, damit man das später besser versteht. So, und ein kurzer Disclaimer. Was ich euch jetzt präsentiere, ist einmal die Grundlagen, wie man diese JSRs benutzt und die Standardimplementierung dahinter. Aber das Ganze resultiert aus einem Kundenprojekt. Und in dem Kundenprojekt haben wir uns überlegt, wie wir die Herausforderungen, die wir damals hatten, nämlich wir müssen ein altes System neu aufbauen, irgendwie tackeln können, sozusagen. Also wir hatten in dem konkreten Beispiel hatten wir mehrere Zahlenwerte im Code, also mehrere Doubles. Und da wusste niemand so genau, was die denn bedeuten. Also sind das jetzt, also es war ein On-Top-System auf einem Geoinformationssystem. Also wir hatten irgendwas im Bereich Flächen und Längen, also irgendwas mit Geometrien. Und da war halt die Frage, diese Doubles, sind das jetzt wirklich Längeneinheiten? Sind das Quadratmeter, also sind das Flächen oder sind das sogar Räume oder Volumen? Und da haben wir uns gedacht, da muss es doch was Besseres geben. Und darauf aufbauend ist dieser Vortrag. Das Ganze war aber eine alte JSF-Anwendung, die wir auch wieder als JSF-Anwendung aufgebaut haben. Das heißt, der ganze Frontend-Teil, der danach noch kommt, den habe ich extra für diesen Vortrag erstellt. Ich hoffe, dass, also der wird auf jeden Fall in der Praxis auch funktionieren. Nur wenn ihr da noch Anmerkungen zu habt, bin ich euch sehr dankbar dafür. Genau.
Außerdem würde ich euch empfehlen, diesen Java Pro Artikel von Werner Keil zu lesen. Werner Keil ist Mitmaintainer von dem Konsortium, was hinter den JSRs steckt und hinter der Standardimplementierung. Und er hat auch einen tollen Artikel dazu geschrieben, nämlich auch basierend oder in Zusammenhang mit dem Mars Climate Orbiter, was ein bisschen lustig war, weil ich den Vortrag tatsächlich parallel zu seinem Artikel irgendwie erstellt hatte und wir erst danach voneinander mitgekriegt haben. Und er beleuchtet da sehr toll die Grundlagen über diese Standardimplementierung und wie man das ganze Einheitensystem noch besser erweitern kann. Worauf ich jetzt natürlich nicht eingehen werde. Also ich werde euch zeigen, wie man das am besten in der Software benutzt oder was unser Best Practice daraus ist. Und auf die Innereien von der Standardimplementierung werde ich jetzt nicht eingehen. Genau. Es gibt ein Konsortium und das entwickelt oder definiert diese JSRs und entwickelt die Standardimplementierungen. Ich hatte vorhin von diesen verschiedenen Einheitssystemen gesprochen, also vor 2019 und nach 2019. Und die finden sich auch tatsächlich in den JSRs und in den API-Spezifikationen wieder. Also das Einheitssystem vor Mai 2019, wird komplett in der API 1.0 abgebildet mit dem JSR 363. Schaut da auch gerne mal rein. Und das Einheitssystem nach 2019 wird in der API größer 2.0 abgebildet. Und außerdem entwickelt das Konsortium noch Standardimplementierungen. Das heißt, ich kann da direkt die Bibliotheken nutzen und muss nicht erst die API ausimplementieren. Kurzer Exkurs noch. Wenn ihr euch erhofft, hier irgendwas über Währungen zu hören, also wie kriege ich zum Beispiel Schweizer Franken umgerechnet in Euros oder vice versa, dann sind diesen beiden JSRs nichts für euch. Dann schaut euch mal den JSR 354 an, glaube ich. Da geht es um Currencies und Money. Also generell Währungen werden nicht in dieser Java X Measure API abgebildet. Ah, danke Markus für diesen Hinweis, dass Werner Keil auch der Leader von dem Java Money und Currency API ist. Sehr toll. Genau. So. Das war zu schnell. Die Java Dependencies also die Maven Dependencies für die Java X Measure API ist jetzt in dem Fall Group ID Java X Measure mit der Artifact ID Unit API und dann die Version, das ist die aktuelle Version von gestern Abend, die ich gefunden hatte, das ist die 2.1.3. Und welche Standardimplementierung kann ich euch empfehlen? Das ist unter Tech Units. Also unter der Group Tech Units und dann das Artifact Endria mit der Version 2.1.2. Und da passt bitte auf, es ist tatsächlich viel geändert worden zwischen 2.1.1 und 2.1.2, was man gar nicht so in einer Patch-Version vermuten würde, aber dazu später mehr. Deswegen, also wenn ihr eine neue Software baut, natürlich immer auf der aktuellsten stabilen Version. Was sind die JSR-Ziele? Also wir haben einmal, dass uns Dimensionen, Definitionen, Faktoren, Symbole definiert werden. Also klar, unser Einheitssystem wird in irgendeiner Weise in dieser API und in diesen JSRs definiert und auch benutzbar gemacht. Ich kann mit diesen JSRs Umrechnungen durchführen. Also zum Beispiel von Meter in der Sekunde, also Meter pro Sekunde. Also aus Meter und aus einer Längeneinheit, einer Zeiteinheit, kriege ich auf einmal eine Geschwindigkeit. Also solche Umrechnungen sind möglich. Das ist die eine Form der Kombination von verschiedenen Quantities in dem Fall. Und dann gibt es aber auch noch Umrechnungen zum Beispiel von Milli im Kilo. Das heißt, also ich habe da verschiedene Möglichkeiten für Umrechnungen. Ich kann mit der Standardimplementierung mittlerweile auch Vergleiche durchführen. Also sind 1000 Meter wirklich ein Kilometer? Diese Frage kann ich auch der API stellen und die wird auch erfolgreich beantwortet werden. Außerdem haben die JSRs das Ziel,
dass das Einheitssystem erweiterbar ist, werden wir auch im Folgenden sehen. Und wie gesagt, Präfixe sind auch möglich zu definieren. Kilo, Milli, Mikro, alles, was man so aus dem Alltag kennt und was auch in der Software wichtig sein kann, das ist da möglich. Genau, und weiteres mehr. So, wie laufe ich da los sozusagen? Es gibt eine zentrale Factories-Klasse. Das ist die Klasse Quantities. Und mit der kann ich mir eine Quantity erstellen. Also nochmal zurück zu den Begriffsdefinitionen. Eine Quantity ist eine Menge mit oder ohne Dimension. Und hier habe ich tatsächlich noch eine Einheit mit dabei. Und hier erstelle ich mir einen Kubikmeter. Und das Ganze ist dann eine Quantity aus der Dimension Volumen, also Volume. Das ist wichtig. Also wir haben jetzt hier eine Einheit und die basiert in irgendeinem Dimensionsraum. Und das ist aber in dem Fall, weil es halt ein Kubikmeter ist, genauso wie Liter, entspricht das einem Volumen. Genau, dann kann ich mir natürlich auch eine Distanz definieren. Und jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, es gibt irgendwelche Prefixe. Also in dem Fall definiere ich mir zum Beispiel 10 Millimeter. Und hier nochmal das Beispiel aus Liter und Kubikmeter. Also hier wird einfach nochmal ein Kubikmeter definiert mit 1 Kubikmeter und hier 1000 Liter. Also nur nochmal als Vergleich sozusagen. Ich kann mir ein Volumen erstellen über eine Raumeinheit, also Kubikmeter, Meter hoch 3 oder natürlich über eine spezifischere Einheit über Liter in dem Fall. Genau. Wie kann ich mit Endria vergleichen? Jetzt hatte ich gerade schon 1 Kubikmeter und 1000 Liter und dort finde ich eigentlich die gleiche API, wie ich das eigentlich aus Big Decimals oder Big Integers kenne in Java. Es gibt eine Compare-to-Methode und dort kann ich auch wirklich beide Quantities miteinander vergleichen. Und diese Compare-to-Methode, die stellt auch sicher, dass diese beiden Objekte aus derselben Einheit kommen und dass die verschiedenen Skalierungen, die dahinter stecken, auch umgerechnet werden. Also ich könnte ja zum Beispiel auch einen Meter mit einem Millimeter vergleichen. Dann hätte ich die Skalierung bei Millimeter hoch minus 3, also mal 10 hoch minus 3. Und die Compare-to-Methode stellt sicher, dass die Skalierungen von diesen beiden Objekten vergleichbar sind. Also dann wird vorher der Millimeter in Meter umgerechnet und danach wird dann der numerische Vergleich durchgeführt. Also benutzt bitte die Compare-to-Methode, weil natürlich dieses Kubikmeter-Objekt ungleich diesem Liter-Objekt eigentlich wäre, wenn ich einen direkten ist-gleich-ist-gleich-Vergleich machen würde. Genau. Dann kann ich natürlich auch auf den Quantities Operationen ausführen. Also ich kann, so wie man das auch aus unserer Zahlenwelt kennt, addieren, subtrahieren. Ich kann verschiedene Quantities miteinander kombinieren. Das gucken wir uns jetzt mal an, so ganz grob. Also wie gesagt, addieren. Also ich kann einfach zu einem Kubikmeter, weil es aus diesem gleichen Einheitssystem, also aus der gleichen Dimension kommt, kann ich einen Liter hinzufügen. Und ich kann aber auch Quantities verschiedener Dimensionen miteinander kombinieren. Also ich hatte vorhin auch das Geschwindigkeitsbeispiel genannt. Also wir definieren uns hier einen Meter und dividieren das durch eine Zeiteinheit, also eine Sekunde. Im Sprachgebrauch 1 Meter pro Sekunde. Und dann gebe ich noch ein Typehint, dass diese Operation als Ergebnis eine Speed-Class entspricht. Und dann weiß auch das Einheitssystem von Java X, von Java X Measure, dass diese Quantity in der Dimension Speed existiert und so auch statisch typisiert ist. Wenn es Fragen gibt, ich habe den Chat ein bisschen im Blick. Stellt ruhig eure Fragen. Ich probiere da zeitnah drauf einzugehen.
Genauso, wenn ich zu schnell bin, dann sagt ihr bitte auch Bescheid. Genau. Wenn ich mir jetzt in meinem Programm eine neue Einheit definieren möchte, wie kann ich denn das angehen? Ich hatte vorhin gesagt, dass das System erweiterbar ist, das Einheitssystem. Jetzt zeige ich euch erstmal ein Negativbeispiel, nämlich bei der Migration von der alten Anwendung mussten wir Quadratkilometer oder Quadratmillimeter, irgendwie sowas, mussten wir definieren. Quadratmillimeter, weil das jetzt auch das Beispiel ist. Und das habe ich ganz naiv so gemacht. Ich habe einen Square Meter genommen und habe das einfach geprefixed mit Milli, weil ich gedacht habe, ja, die API wird das schon, also das wird das schon richtig auflösen. Das Tolle war, in der ToString-Methode kam dann wirklich eigentlich die Einheit an, die ich mir gedacht habe, nämlich Quadratmillimeter. Was ich dann aber durch verschiedene Vergleiche und Umrechnungen herausgefunden habe, dass es eigentlich, wenn man das so sagen kann, mathematisch eigentlich Milli mal Quadratmeter, also Quadratmeter mal 10 hoch minus 3 entspricht. Und das entspricht ja nicht unserem Quadratmillimeter-Verständnis, was wir eigentlich haben. So. Und danach taucht man so ein bisschen in die Tiefen der Standardimplementierung ab und findet raus, dass man eigentlich die Basisklasse Product Unit nehmen muss. Und dort muss man 2 Millimeter miteinander multiplizieren. Das sind diese beiden Zeilen. Und das Ganze als Typeint mit einer Area versehen. Und somit habe ich eine Unit erstellt, die wieder einer gewissen Dimension oder einer Einheit entspricht, also einer Flächeneinheit ist das jetzt. Das heißt, um ein Quadratmillimeter zu erzeugen, muss man natürlich 2 Millimeter miteinander multiplizieren und das Ganze entspricht einer Area. Und wenn man sich jetzt hier diese ToString-Ausgabe anschaut und diese ToString-Ausgabe anschaut, hat sich natürlich nichts geändert, aber mathematisch gesehen ist es wirklich Quadratmillimeter. Und die Umrechnungen sind dann auch tatsächlich korrekt. Was ich dann später gesehen habe, die Product Unit hat auch eine andere Factory-Methode, die heißt off power. Und dort kann ich einfach Millimeter hoch 2 nehmen und kriege eigentlich das gleiche Ergebnis, was man sich so gedacht hätte. Wenn ihr euch eigene Einheiten definiert, habe ich ja gesagt, gibt es hier so eine Basisklasse. Ich hatte dann nach einem anderen Beispiel gesucht, nämlich das, was in Europa eigentlich gängig ist für Druck. Wir haben ja oft noch Bar in Gebrauch, also die Einheit Bar. Im internationalen System gibt es aber gar kein Bar. Da gibt es nur Pascal und Kilopascal, was man vielleicht auch schon mal gehört hat. Und ein Bar sind 100.000 Pascal, glaube ich. Und das wollte ich halt auch durch die JavaX Implementierung, also durch die Indria-Implementierung wollte ich das eigentlich auch abbilden, mal zum Testen, wie sich das so verhält. Und da bin ich auf was ganz Tolles gestoßen, nämlich, dass es verschiedene Unit-Basisklassen gibt, also Einheitsbasisklassen. Und dort gibt es nämlich die Alternate, Annotated, Product und Transformed Unit. Also wenn ihr euch eigene Einheiten definiert, achtet drauf, welche Basisklasse ihr nehmen sollt. Nämlich die Alternate Unit kann aus mehreren Units abgeleitet werden. Das, was wir eigentlich auch gerade gesehen haben, aber kann keine Skalierung. Also man kann die Einheiten dann nicht prefixen. Also was wie Milli, Kilo, was auch immer. Also man kann wirklich nur andere Einheiten nutzen in ihrer Basisskalierung. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt hier die Kraft Newton definieren möchte als Alternate Unit, wäre das in dem Fall Meter multipliziert mal Kilogramm geteilt durch Sekunde zum Quadrat mit dem Einheitssymbol, ich hoffe, das ist das richtige Wort, mit dem Einheitssymbol groß N. Und das natürlich wieder typisiert nach Force. Also wenn ihr Einheiten habt, die ohne Skalierung auskommen. Also, wenn ihr Einheiten definieren müsst, die aus anderen Einheiten abgeleitet werden und nicht skaliert werden, dann ist Alternate Unit der richtige Kandidat für euch. Wenn ihr
euer, wenn ihr zum Beispiel eure To-String-Ausgabe annotieren wollt, ist die Annotated Unit das Richtige. Dort kann man nämlich eine Annotation mitgeben. Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht gefunden in Physik, wo man sowas nutzen würde. Wenn ihr dazu einen Hinweis habt, haut's raus. Ich habe es im Blick. Das wäre ganz cool. Aber es gibt auf jeden Fall die Annotated Unit Class. Und ich weiß auch nicht, ob man diese geschweiften Klammern verändern kann. Also es wird einfach nur dieser String genommen und dann in diese geschweiften Klammern gepackt. So, die Product Unit haben wir schon gesehen. Was da der eventuelle Nachteil sein kann oder die Herausforderung, wie auch immer man das formulieren möchte, ist, dass man kein Einheitssymbol benutzen kann. Aber man kann tatsächlich damit verschiedene Einheiten miteinander kombinieren. Und diese anderen Einheiten können auch skaliert werden, also durch Milli, Kilo, also geprefixed in dem Fall. Das haben wir jetzt schon gesehen, deswegen gehe ich da jetzt nicht nochmal näher drauf ein. Und dann gibt es noch die Transformed Unit. Das ist eigentlich, würde ich sagen, der Master unter den Basisklassen der Units. Nämlich, da kann man andere Units nehmen und die konvertieren mit einem selbstgeschriebenen Converter. Das seht ihr hier. Also ich hatte vorhin auch das Beispiel Bar, basierend auf Pascal. Man muss sich dann nur dran gewöhnen, wie man das liest. Also man hat hier eine Transformed Unit und was ich haben möchte, ist eine Einheit für einen Druck. In dem Fall Bar ist die Einheit. Da gebe ich ein Einheitssymbol mit, also Bar. Und was ich möchte ist, ich möchte ein Bar erstellen. Danke, Markus, für die Annotierte. Da gehe ich gerade nochmal zurück. Ich habe das bisher auch nur mit den eckigen Klammern gefunden, aber nicht mit den geschweiften. Und ich habe auch nicht herausgefunden, wie man die geschweiften ändern kann in eckige Klammern. Deswegen, also diese Notation kann ich bisher noch gar nicht mit den geschweiften Klammern. Die in den eckigen Klammern kann ich eigentlich auch, aber ja gut. Zurück nehme ich. Also wenn ich jetzt hier ein Bar erstellen möchte, aus Pascal, dann muss ich ein Bar mal 100.000 multiplizieren. Nein. Moment. Doch, ich muss ein Bar mal 100.000 multiplizieren, um ein Pascal rauszukriegen. Stimmt das? Nein. 100.000 Pascal ist ein Bar. Doch, stimmt. Genau. Also da muss man sich einfach dran gewöhnen. Diese Schreibweise mit diesem Konverter habe ich jetzt auch nicht täglich gemacht, deswegen musste ich gerade ein bisschen schwimmen. Aber tatsächlich, ein Bar sind 100.000 Pascal. Wie gesagt, wenn ihr die Transformed Unit nutzen wollt, dann passt da drauf auf, wie ihr, was ihr definieren müsst. Aber ihr habt damit eigentlich alle Möglichkeiten, die es gibt. Wenn ihr es einfacher braucht, nutzt die Product Unit. Die ist auf jeden Fall wesentlich sprechender. Ihr seht es hier, also Millimeter mal Millimeter. Das kann man relativ leicht lesen und muss nicht einmal von hinten nach vorne denken, wie das hier definiert ist. Genau. Meine Empfehlung auch für euch, wenn ihr das in eurer Software nutzen wollt, sammelt eure Units, also eure Einheiten, die ihr selbst definiert, in einer Units-Klasse oder in einer entsprechenden Units-Klasse, weil ihr euch damit auch an der Implementierung der API orientiert. Ist nämlich so, dass die Java X Measure API eine Units-Klasse auch anbietet und dort drin sind schon sehr viele Basiseinheiten definiert. Und damit fällt das Hin- und Her-Switchen zwischen der Basis-Units-Klasse und eurer eigenen Units-Klasse nicht so schwer. Auch für die Neuankömmlinge in eurem Projekt. Genau. Weitere Empfehlung, so ein bisschen von Domain-Driven abgeleitet, nämlich baut eure eigenen Quantities und eure Value-Objekte in dem Fall. Das heißt, drückt fachlich aus, was ihr denn eigentlich mit eurer Quantity beschreiben wollt. Jetzt in dem Fall habe ich jetzt mal einen Leitungsquerschnitt genommen,
weil da nämlich die zwei dreckigen Sachen drin sind, nämlich einmal Square Millimeter, also ich meine einen Leitungsquerschnitt für eine elektrische Leitung oder für ein kleines, für eine kleine Wasserleitung. Dort kann ich nämlich Square Millimeter angeben und kann dann später noch Bar mit benutzen. Das seht ihr dann später vielleicht noch. Also das heißt, baut euch eure eigenen Value-Objekte, definiert da drin, wie eure Quantities aussehen soll, was für eine Skalierung die haben. Ihr seht es hier, ich kann zum Beispiel einen Leitungsquerschnitt aus einer anderen Area erzeugen, aber stell dabei sicher, dass es sich wirklich in der Skalierung Square Millimeter, also Quadratmillimeter befindet. Das Gleiche, wenn ich halt nur eine Zahl übergebe, dann kann ich da natürlich auch einfach entsprechende Methodennamen benutzen und kann dann sicherstellen, dass dort auch wieder die richtige Einheit benutzt wird. Genau. Danke, Markus. Okay. Hier oben, das ist jetzt relativ neu, weil, wie gesagt, haben die von 2.1.1, also von in der Standardimplementierung auf 2.1.2, ein bisschen was umgebaut. Und vorher konnte man einfach die Klasse NumberQuantity extenden. Das war total super, weil dann konnte man sich das auch einfach alles selbst irgendwie erzeugen. Und man hatte diesen ganzen Boilerplate-Code für Addition, Subtraktion und so weiter und so fort. War alles in dieser Basisklasse. Jetzt geht das leider nicht mehr. Die Klasse, die Basis, also die Quantity-Klassen sind alle final. Das sind ja keine Basisklassen mehr. Das heißt, man muss sich ein bisschen selbst den Boilerplate-Code schreiben, wenn man es benutzen möchte. In dem Fall habe ich eine Base-Quantity erzeugt, die von der Abstract-Quantity erbt. In der Abstract-Quantity sind zum Beispiel Interfaces drin, also gesammelt wie Comparable-Quantity. Das heißt, dass ihr Sachen miteinander vergleichen könnt. Und Interface, also da ist auch ein Interface definiert, wie man damit Operationen mit einer Quantity ausführt, also Addition, Subtraktion. Das alles ist in dieser Abstract Quantity gebündelt. Und wenn man diese Klasse implementiert, also diese abstrakte Klasse implementiert, dann muss man auch tatsächlich diese ganzen Operationen und Vergleiche und Negationen und sowas alles selbst nochmal implementieren. Aber weil wir ja hier ein Delegator drin haben, also ein Delegate drin haben, können wir einfach alles auf diesen Delegate aufrufen. Ihr seht jetzt hier ein Add Override. Es gibt eine Methodendefinition getValue und da rufe ich natürlich einfach immer nur den Delegate auf. Und diese ganzen Methoden Add, Sub, Inverse und sowas, das kann man dann alles so ausführen. Das war auch tatsächlich nicht so viel Arbeit, das zu machen. Also einfach nur, die Hürde ist nicht zu groß. Man muss sich erstmal so ein bisschen in diese Standardimplementierung reindenken. Auch so ein bisschen im Hintergrund haben, wie das Einheitssystem gestaltet ist und wie sich die Einheiten voneinander ableiten. Da muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, es gibt eine Skalierung oder gibt es keine Skalierung. Und darauf aufbauen kann man sich sein eigenes Einheitssystem definieren, wenn man es denn braucht. Also natürlich, wenn ihr mit den Basiseinheiten auskommt, feuerfrei, dann seid ihr schon an einem guten Schritt. Ich komme später auch nochmal im Fazit zu einer ganz kleinen Abschätzung. So, jetzt haben wir unseren Leitungsquerschnitt definiert. Und die Frage ist jetzt für mich auch, wie kann ich denn diesen Leitungsquerschnitt, wenn ich den jetzt nochmal anzeige, oder fehlt auch der Member, ist egal, wie kann ich den jetzt denn in der Datenbank speichern? Naja, in dem Fall jetzt mit JPA. Also ich bin jetzt tatsächlich da noch nicht auf Spring Data. Also ich habe keine Version für Spring Data, sondern nur für JPA. Man möge es mir verzeihen, aber die Prinzipien sind ja relativ ähnlich. Genau, also die erste Idee, relativ naiv. Ich speichere mir meinen String in der Datenbank. Es gibt eine sehr gute ToString-Methode in den Quantity-Objekten, in den Quantity-Klassen. Und es gibt eine sehr gute Parse-Methode.
Das heißt, ich kann auch diese Repräsentation 10 Quadratmillimeter als String kann ich relativ einfach wieder parsen lassen, ohne viel Aufwand. Genau. Was halt der, ich habe hier eigentlich zwei Herausforderungen, nämlich ich speichere ein String mit einer, also ich habe eine Zahl und die speichere ich irgendwie als String. Das heißt, ich kann eigentlich keine Berechnung drauf ausführen und ich habe eine abgeleitete Einheit oder eine selbst erstellte Einheit. Ist vielleicht nicht immer so optimal. Wie könnte ich denn jetzt diesen String in der Basiseinheit, also in der Basisskalierung auch speichern? Da definiere ich mir einfach einen Converter. Und tatsächlich ist es gar nicht so viel Aufwand, also ein JPA-Converter und also ein Attribute-Converter. Und wenn ich das Ganze einmal Richtung Datenbank konvertieren lasse, rufe ich einfach auf meiner Quantity, also auf meinem Leitungsquerschnitt, rufe ich einfach die Methode to another unit auf, sozusagen, to square meter, hole mir den String daraus. Und wenn ich das Ganze wieder auslesen möchte, dann kriege ich einen String aus der Datenbank, das heißt in dem Fall irgendwelche Quadratmeter. Hol mir wieder diese Factories-Klasse, nämlich Quantities. Lasst mir die Quantity aus diesem String erzeugen. Gib nochmal den Hinweis, dass es eine Fläche ist, weil ich bin mir ja sicher, ich habe ja das Programm geschrieben, ich weiß, dass es eine Fläche ist. Und dann kann ich daraus wieder meinen Leitungsquerschnitt erzeugen. Genau. Das Ganze ist ja natürlich ein bisschen blöd, weil ich keine Berechnungen ausführen kann. Also ich habe irgendwie meine Zahl als String-Repräsentation. Wann wäre das gut? Also ich bin jetzt hier noch bei diesem Beispiel. Wann wäre das gut? Vielleicht, wenn ich so dreckige Sachen mache, wie Systeme integrieren über die Datenbank oder so, dann könnte man das auf einmal. Aber ihr wisst, dass das einfach nicht gut ist. Wenn ihr aber sowas trotzdem macht an der einen oder anderen Stelle, dann stellt sicher, dass es in die Grundeinheit umgerechnet wird, also Quadratmeter, und nicht eure eigene Einheit genommen wird, nämlich Quadratmillimeter. Die andere Möglichkeit ist, wenn ihr natürlich auch Berechnungen in der Datenbank ausführen wollt, ist ein String suboptimal, das wisst ihr. Damit kann man einfach nur die Number speichern und dort würde ich wieder meinen Converter benutzen und auf der Quantity, also da würde ich dann auch wieder empfehlen, lasst sie in die Basiseinheit konvertieren, das heißt ohne Skalierung, damit ihr auch sicher seid, dass es wirklich eine Menge in der Basiseinheit ist. Und daraus könnt ihr euch dann den Value holen, den numerischen Value. Und beim Rückkonvertieren von der Datenbank in ein Objekt könnt ihr, weil ihr wisst, unter welcher Einheit ihr das Ding gespeichert habt, könnt ihr einfach diesen numerischen Wert nehmen und auch wieder die Factory-Methode aufrufen mit dem numerischen Wert und der Einheit, von der ihr wisst, dass sie das ist. Wenn ihr dann natürlich eine Analyse in der Datenbank macht, das macht man ja auch hin und wieder, um zu sehen, was das frühere System gemacht hat, dann ist halt eine Zahl auch wieder vielleicht nicht so ganz förderlich, weil es nicht so sprechend ist. Deswegen gibt es noch die Möglichkeit, ich erzeuge mir einfach aus meinem Leitungsquerschnitt eine JPA Embedded Class und dort drin habe ich zwei Member, die dann auch zwei Columns entsprechen, nämlich einmal meinen Zahlenwert, um Berechnungen auszuführen, und eine Unit. Und dann kann ich auch vielleicht einfach die Unit nehmen, die ich selbst erstellt habe und kann die da auch reinschreiben. Wenn ich natürlich Berechnungen ausführe, muss ich dann auch wieder auf die Unit achten in der Datenbank, das ist dann nochmal was ganz anderes, aber so hätte man natürlich auch diese Möglichkeit. Und das heißt, in meiner Entity habe ich dann ein Embedded-Attribut, Leitungsquerschnitt. Das ist eine Embeddable-Class. Genau. Und die hat, wie gesagt, zwei Columns, nämlich einmal den numerischen Value und einmal die Einheit, dann aber als String. Das Tolle an dieser API ist wirklich, also an der JavaX-API, an der JavaX-Measure-API, dass die String-Repräsentationen wirklich sehr sprechend sind. Das heißt, ich kann meinen Square-Millimeter super repräsentieren lassen durch die To-String-Methode und muss nicht selbst noch irgendwelche Formatters oder Parsers schreiben.
Ich springe jetzt erstmal hier runter. Also wenn ich was in der Datenbank speichern möchte, dann müsste ich ja erst dieses Embeddable-Objekt befüllen. Also hier Set-Querschnitt. Dort gebe ich meine Quantity rein, was auch immer das ist. Und hole mir dort den Value raus, also den numerischen Value. Lassen vielleicht nochmal als Double irgendwie repräsentieren, um mein Big Decimal zu kriegen, ist egal. Und dann in die Unit schreibe ich dann meine Einheit aus der Quantity, natürlich mit der toString. Das wäre eine Möglichkeit, wie gesagt, das ist einfach ein Vorschlag, mal die Gedankengänge zu hinterfragen. Und beim Auslesen aus der Datenbank, wie gesagt, ich habe hier eine String-Repräsentation von meiner Einheit. Dort kann ich eine Klasse benutzen, ein Singleton-Pattern, das heißt Simple Unit Format. Das ist auch aus der Standardimplementierung. Und die kann tatsächlich relativ einfach die Unit parsen, weil ihr die Unit ja vorher schon mal registriert habt, als ihr die definiert habt. Also bei der Definition der Unit, eurer eigenen Units, werden die auch gleich schon registriert. Da muss man eigentlich nichts anderes mehr machen. Und genau, kurz nochmal den Type-Hint, dass es eine Area ist. Gut, ich wäre jetzt mit dem Backend-Teil tatsächlich soweit durch. Ich würde jetzt zum Frontend gehen, aber vorher gebe ich euch ein paar Sekunden, um eine Frage zu stellen, falls ihr eine braucht. Falls ihr eine habt, nicht braucht. Ich trinke was kurz. Sonst stelle ich einfach mal eine Frage, während die Leute vielleicht noch tippen. Hau rein. Und zwar, ab welcher Java-Version kann man das nutzen? Das ist so die Minimum-Version. Ich habe das ganz ehrlich mit Java 8, glaube ich. Mhm. Ordentlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde aber Java 11 auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Also da bin ich auch nicht so sattelfest. Also ich weiß, dass wir die Anwendung migriert haben. Es war noch zu Java 8 Zeiten, haben die mittlerweile auf Java 11. Davon mal abgesehen, aber man könnte es eben noch mit älteren Anwendungen einsetzen, die sich nicht so einfach migrieren lassen. Ja, genau. Das ist ja gerade, wenn man jetzt in einer größeren Firma oder so arbeitet, mit größeren Projekten. Auf jeden Fall geht's. Ist gut. Auf jeden Fall, genau. Und wie gesagt, wenn ihr euch daran traut, gebt euch ein bisschen Zeit und plant es auch mit ein, erstellt einen Prototyp, um einfach ein gewisses Gefühl für diese ganze Einheitenthematik zu kriegen und auch für diese Standardimplementierung. Also da muss man sich auch tatsächlich ein bisschen reindenken, so wie in allen Sachen, aber das ist gut beherrschbar. Tatsächlich. Und dann gebe ich noch ein paar Sekunden mit einer Frage. Du hast ja gerade die Persistence Converter gezeigt, an einem Beispiel. Gibt es da auch vielleicht schon was als Open Source? So für die Java Date and Time API zum Beispiel gab es dann relativ am Anfang auch schnell was, dass man gewisse Werte halt schon mal defaultmäßig speichern kann. Oder gibt es dann noch nichts? Also ich habe das letzte Mal danach gesucht, vor einem halben, dreiviertel Jahr, da gab es noch nichts tatsächlich. Also ich habe nichts gefunden. Vielleicht habe ich auch nicht gut genug gesucht, aber ich bin mir relativ sicher, dass es nichts gibt oder gab damals. Sonst wäre das ja zumindest mal so eine schöne Idee, dass man so ein paar Basics zumindest zur Verfügung stellt. Mhm. Ja, also das Einfachste ist wirklich, wenn man so einen Converter schreiben muss, dann kann man sich da am besten die Zahl rausziehen. Also wenn man sich wirklich in seiner eigenen Anwendung bewegt, dann geht das relativ einfach, glaube ich. Super. Bis jetzt noch keine Fragen. Ihr dürft natürlich weiter schreiben und stellen, wenn ihr welche habt. Gut, dann zeige ich euch jetzt noch die Frontend-Integration. Wie gesagt, basierend auf meiner Erfahrung mit Angular, also ist jetzt kein React oder so. Das heißt, wir bewegen uns irgendwo in der Sphäre JavaScript, TypeScript. Und zwar, als ich danach gesucht hatte, war ich relativ schnell fündig, nämlich Angular und Units. Und da kam ng-Units raus. Das Problem war nur, ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Es ist tatsächlich gut, wenn man Daten anzeigen möchte. Wenn man Daten umrechnen möchte oder sogar Eingaben vom User irgendwie zurückholen möchte, also mit dem User interagieren, dann ist das gar nicht so toll, weil auch die Denkmuster komplett anders sind als die im Backend. Und wenn man in beiden Welten unterwegs ist, ist es, glaube ich, relativ schwierig, immer hin und her zu switchen. Außerdem war das Unit-System da gar nicht so durchdacht. Ich
konnte mir selbst nur schwer irgendwelche eigenen Einheiten definieren. Und die Einheiten sind in ng-Units so ein bisschen nice to have. Also sie sind so ein bisschen ein Zusatz zu den zu den Number-Objekten, die ihr irgendwie im Code habt. Und das macht das ganze Handling mit dieser Bibliothek relativ aufwendig und schwierig. Und dann kam ich tatsächlich zu JS Quantities. Und das war zuerst, hatte ich es gefunden, nur in der JavaScript-Welt. Aber ich habe dann auch tatsächlich Type-Definitionen für TypeScript gefunden. Und das ist ziemlich cool. Tatsächlich ist es sehr intuitiv und orientiert sich auch so ein bisschen an dem Einheitssystem, wie wir es kennen, mit diesen abgeleiteten Einheiten. Und macht sehr viel schon out of the box. Außerdem könnt ihr damit noch Units frei definieren und wie im Backend Umrechnungen, Formatierungen und sowas alles, das ist alles möglich, auch im Frontend. Das heißt, wenn man ein bisschen mehr mit dem User interagieren möchte, im Feuer frei. Das wird ganz normal über JS Quantities installiert. Type Definitions sind hier auch noch aufgeschrieben. Und dann, wenn ich das importiert habe, da fliege ich jetzt einfach nur so drüber. Ich glaube, ihr kriegt dann auch, also ihr kriegt dann sehr sicher noch die Folien im Nachgang, wenn ihr da nochmal nachlesen wollt, zu der Aufnahme dazu. Wenn ihr dann den Import richtig definiert habt, dann könnt ihr euch eure Quantity-Objekte initialisieren. Und das geht einfach über String-Parameter in dem Fall. Also wenn ich mir die Quantity von einem Meter erzeugen möchte, dann ist das Simple Forward sozusagen. Und hier ein Quadratmeter. Hier muss man tatsächlich bei der Notation ein bisschen drauf achten. Einmal diese Dachnotation oder auch die Notation ohne das Dach, also ohne das Hochzeichen, wird beides verstanden und beides als Quadratmeter interpretiert. Wenn ihr es konvertieren wollt, zum Beispiel von Quadratmeter in Quadratmillimeter, einfach machen. Das Ding versteht auch diese Quadratmillimeter, was im Backend nicht verstanden wurde. Also ich musste im Backend irgendwie Quadratmillimeter noch definieren mit einer eigenen Einheit. Das wird hier alles schon richtig gepasst sozusagen. Und dann natürlich noch eine Formatierung, also wenn ihr was auf eine Stelle runden wollt und so weiter und so fort. Genau. Wenn ihr das jetzt in euren Templates darstellen wollt, also im Browser irgendwie schön rendern wollt, würde ich euch empfehlen, baut dazu eure Angular Pipes und dann kriegt ihr eure Quantity und ruft darauf einfach toString auf, genauso einfach wie im Backend. Und dann wird diese Repräsentation tatsächlich sehr einfach auch dargestellt. Also hier seht ihr die Template-Syntax in Angular. Das heißt, ich habe ein Leitungsobjekt und da drin gibt es ein Attribut, das heißt Druck, das ist eine Quantity und diese Druck-Quantity schicke ich hier einfach einmal durch die Pipe durch. Das heißt, sie kommt dann sozusagen diese Transform-Methode als erster Parameter. Da drin wird toString aufgerufen. Und was der User dann angezeigt bekommt, ist einfach 5 bar. Wenn ihr eine spezielle Einheit gebaut habt, also ich habe ja gerade gesagt, die Quadratzahlen werden als normale Zahl dargestellt und nicht als Hochzahl. Das heißt, wenn ihr das natürlich dem User präsentieren wollt, der möchte da hinten keine normale 2 sehen, sondern eine hochgestellte 2 und das gleiche auch mit einer Pipe. Und dann schickt ihr einmal den Querschnitt durch die Pipe. Die heißt ja jetzt auch in dem Fall Querschnitt und dann wird aus der hinten angestellten 2 eine hoch 2. Einfach nur drüber geflogen. So, die Vorteile von JS Quantities hatte ich eigentlich gerade auch schon gesagt. Die Units können out of the box eigentlich relativ einfach geparst werden. Millimeter, Meter, wie auch immer, kann nicht out of the box geparst werden. Da müsst ihr sicherstellen, dass die hoch 2 als hinten angestellte 2 geschrieben wird und dann wird es geparst. Das ist aber auch nicht wirklich viel Aufwand. Und zum Beispiel das, was ich halt so ein kleines Schmankerl finde, sage ich jetzt mal, also bar, was in der Java X Measure API auch nicht enthalten ist, weil es halt nicht im internationalen Einheitssystem drin ist, ist halt in JS Quantities mit drin und kann da automatisch gepasst werden und benutzt werden. So.
wie würde ich Daten vom Backend, zwischen Backend und Frontend austauschen? Ich würde es einfach als String schicken. Es ist einfach, man sieht im Netzwerkverkehr, was da hin und her geschickt wird. Man kann es einfach debuggen. Simple Geschichte. So, das war der Überflug über das Frontend. Fragen dazu will ich gleich im Anschluss ans Fazit machen. Nämlich mein Fazit ist, eigentlich in der ganzen, auch in der Projekthistorie, was ich ja auch irgendwie durchgemacht habe, Einheiten helfen einfach total in einer Anwendung, in der ein Einheitenwirrwarr vorhanden ist. Also in der auch nicht klar ist, welche Einheit an welcher Stelle genutzt wird. Benutzt man zum Beispiel gleichzeitig eine Länge und eine Fläche, so wie es bei uns war, dann hat man eventuell zwei Double-Werte, mit denen man irgendwie vergleichen, umrechnen, wie auch immer möchte. Und da ist es gut, wenn man im Code statisch typisiert und auch debuggen kann und sieht, was es denn für ein Objekt ist, was dahinter für eine Einheit steht und so weiter und so fort. Generell könnten die Dokus im Frontend und im Backend besser sein. Also ich habe auf der Seite vom Konsortium musste ich ziemlich lang suchen, um da eine gescheite Doku zu finden. Deswegen auch dieser Vortrag, weil es mich ein bisschen Zeit gekostet hat. Generell ist das Handling dann aber, wenn man sich da einmal eingedacht hat, relativ intuitiv. Also es ist halt, das Einheitssystem ist da abgebildet, auch im Code. Die andere Frage ist, wenn ihr nur eine Einheit benutzt in eurer Software, baut euch einfach diese Einheit in eurem Value-Objekt, so wie mit dem Leitungsquerschnitt vorhin. Und da dann könnt ihr auch in dem Leitung, also in dem Value-Object, könnt ihr auch dann sicherstellen, dass das zum Beispiel ein Quadratmillimeter ist, mit entsprechenden Methoden. Und dann habt ihr halt in diesem Value-Object einfach nur einen Double-Wert drin. Das sehe ich total als sinnvoll, wenn ihr wirklich nur eine Einheit zum Beispiel in eurer Anwendung habt. Wie gesagt, wir sprechen hier über das Einheitensystem und nicht über Währungen. Dann ist das total okay, wenn man einfach sich ein simples Value-Object schreibt und nicht sich in diese Denke von dem JavaX-Measure-API reinbegibt. Wenn ihr aber wirklich mehrere Einheiten, also mehrere Quantities mit unterschiedlichen Einheiten aus unterschiedlichen Einheitssystemen benutzt in eurem Code, tut euch und euren Kollegen und euren zukünftigen Kollegen, ihr kennt die Lebenserwartung einer Software, dass die länger gewartet werden muss, als erstellt wird, tut den einen einen Gefallen und überlegt euch gut, ob ihr das nicht einsetzen wollt. Genau, und dann haben wir hier noch die Quellen. Oh, da ist noch das falsche Repo drin. Das tausche ich noch aus. Da ist natürlich noch mein GitHub-Repo irgendwo drin, an erster Stelle. Und dann kriegt ihr dann später mit der Aufnahme zusammen die aktualisierten Folien. Genau, jetzt gucke ich mal auf den Chat und schau mal, dass Markus gleich wieder aufploppt, ob wir da noch irgendwelche Fragen haben. Gut, bis jetzt noch nicht. Also schreibt bitte noch Fragen, was euch so interessiert. Du hast zwar mehrfach jetzt betont, das ist nicht die Money in Currency API. Aber was ich bei der Money in Currency API schätzen gelernt habe, ist eben das automatische Umrechnen. Ja, das ist super, oder? Das ist ja auch etwas, was es hier eben mitgibt, dass man oft, wenn man so einen Knick im Hirn hat, genau. Das macht so vieles einfacher. Also tatsächlich hatten wir auch Validierungen, haben wir Validierungen in der Anwendung, dass User zum Beispiel keine Strecke eingeben dürfen, die länger als 2 Kilometer ist oder, also wie gesagt, ist ein Geoinformationssystem. Und da macht es das schon einfach, wenn du diese Validierungsgrenzen, wenn du die irgendwo konfigurieren willst und du schreibst da einfach ein kleines M dran und weißt, dass es Meter sind oder schreibst KM dran für Kilometer und das Ding rechnet das einfach um und du kannst es auf einmal vergleichen. Super, ja. Hammer. Ja, und schon kannst du es auch gut konfigurierbar machen durch irgendeinen Endanwender, der dann irgendwo was hinterlegt, weil für den ist das natürliche Sprache. Genau. Und seine Fachlichkeit. Ja. Finde ich super. Und das ist jetzt im produktiven Einsatz. Das ist im produktiven Einsatz. Es funktioniert jeden Tag. Und also Performance-Analysen haben wir nicht gemacht, weil wir nicht so viele User erwarten. Aber sollte sich in Grenzen halten. Ja. Aber es macht auf jeden Fall auch das Debuggen einfacher, das hast du ja auch angesprochen. Auf jeden Fall, genau. Ja.
Und okay, cool. Es dokumentiert halt schon im Code, was ihr eigentlich benutzt. Ja. Wenn ich dran denke, wo ich oft Doubles und Ints und so weiter verwendet habe. Genau. Und man muss sich aber tatsächlich immer wieder auf die Finger klopfen, so wie mit allen Konventionen, die man sich selbst auferlegt, um irgendwas zu benutzen. Es gibt es, benutze es. Also, es ist im ersten Moment vielleicht etwas mehr Aufwand, statt einfach nur Int Meta hinzuschreiben, dann wirklich die Einheit zu benutzen. Genau. Aber ich glaube, das rechnet sich wahrscheinlich dann ziemlich schnell. Auf jeden Fall. Mhm. Gut, bis jetzt sind noch keine weiteren Fragen dazu gekommen. Wir sind auch keine so große Runde heute. Ne? Ansonsten dürft ihr euch gerne auch mit Fragen noch an unseren Slack-Kanal wenden. Wir leiten das dann auch gerne weiter. Und dann... Ich glaub, irgendwo stand auch mein Twitter-Handle drin, @babu, babu, babo, also hinten O, vorne überall U's sozusagen, babu, babu, babo. Schreibt einfach, wenn ihr Fragen habt. Den musst du mir nachher nochmal erklären, den Twitter-Handle, wie das dazu kommt. Mach ich. Gut, dann... Kennt ihr? Ja. Egal. Später. Sag ruhig. Badesalz. Das gab einen tollen, Sketch von Badesalz. Aber leider war die ersten zwei Silben waren schon vergeben überall. Gut, cool. Also, dann ist natürlich ganz wichtig, danke zu sagen, Felix, dass du heute hier bei uns warst, dass du uns das alles mal so erklärt hast. Jetzt kommt doch noch ein bisschen was über den Chat. Ne, dass wir ein bisschen Insights bekommen haben, was wir eigentlich die ganzen Jahre so falsch gemacht haben und was wir eigentlich vermisst haben, ohne zu wissen, dass wir es vermisst haben. Das ist die bessere Formulierung, ja. Also genau. Ja, muss man ja manchmal auch vorsichtig mit sein. Ne? Also vielen Dank, dass du uns das heute alles erklärt hast. Gerne. Und dann noch ein Dankeschön an die vielen Sponsoren, die wir haben, ohne die das nicht möglich wäre, solche Events durchzuführen. Und natürlich auch noch ein ganz besonderes Dankeschön an unsere gute Fee Ursula, die im Hintergrund auch immer so viel für uns organisiert. Wir haben einen YouTube-Kanal. Einige von euch kennen das schon. Einige von euch haben den auch schon abonniert. Ansonsten der Aufruf. Bitte geht hin auf yt.jog.ch. Dann werdet ihr entsprechend weitergeleitet. Und bitte abonniert uns dort auch. Wir werden auch schauen, dass wir den heutigen Beitrag dort ebenfalls veröffentlichen werden innerhalb der nächsten Tage. Wenn ihr neben dem Abonnieren-Button auf die Glocke klickt, dann bekommt ihr von YouTube auch eine entsprechende Nachricht, wenn das Video zur Verfügung steht. Wir haben auch einen Slack-Kanal, den findet ihr unter slack.jog.ch. Wenn ihr sonst wissen wollt, wie man da reinkommt und so weiter, das findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite. Dort sind wir von der Java User Group natürlich alle erreichbar, Ursula genauso. Also wenn ihr Vorschläge habt für Themen, für Speaker etc., dann könnt ihr uns dort recht einfach kontaktieren. Natürlich könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, das geht natürlich genauso. Und ihr seid auch herzlich eingeladen, Mitglied im Slack-Kanal zu werden und dort Fragen zu stellen zum Beispiel oder wenn ihr Probleme habt, die zu schildern und Diskussionen anzuregen. Dann, ihr kennt es von uns, wir haben immer ein Feedback-Formular und den Link auf das Feedback-Formular, den gibt es jetzt nicht im Anschluss als Weiterleitung, das ist ein kleiner Fehler dort auf dem Slide, den gibt es per E-Mail, den bekommt ihr von der Ursula zugestellt, in der E-Mail ist dann auch der Link auf die Slides drin, etc., sodass ihr alle Informationen zusammen habt. Und dann sind wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns Feedback gebt. Gerade bei so einer kleinen Runde, da kommt es dann auf jedes Feedback an. Einfachste ist einfach anzukreuzen, wie eure Meinung zu dem Talk war. Und ihr dürft auch gerne entsprechende Kommentare hinterlassen. Die geben wir dann auch alle an Felix weiter. Ja, das wäre es dann soweit. Vielen Dank euch alle. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Genießt ihn. Und bis hoffentlich bald wieder bei den nächsten Vorträgen. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.